Der Heide SV hat heute bei Spitzenreiter Eutin 08 ein 2:2 Unentschieden geholt. Viel schwerwiegender, denke ich, als das Unentschieden wiegt aber die Verletzung des Spielers Viktor Hardock, der sich gleich in der dritten Minute das Knie offensichtlich verdreht hat. Herr Bayroth, wie geht's dem Spieler? Also können wir abschließend noch nicht sagen, weil die Untersuchung im Krankenhaus eben nur darauf abzielte, ob irgendwas gebrochen ist. Und das war uns auch relativ klar, dass nichts gebrochen ist. Was jetzt an den Bändern ist, müssen wir halt sehen. Das wird in der Untersuchung nächste Woche dann zeigen. Wir wünschen ihm sehr, von ganzem Herzen, gerade ihm, der sich so vorbildlich für uns einsetzt, dass es nichts Ernsthaftes ist. Weil es ungefähr ein Jahr her ist, dass er sich das Kreuzband gerissen hat in Eichede. Wäre natürlich bitter, wenn jetzt was Ähnliches passiert wäre. Aber erstmal glauben wir an das Gute und hoffen, ihn bald wieder auf dem Platz sehen zu können. Ja, und zum Spiel selbst. Sie haben Eutin 08 eigentlich genau mit den Mitteln, die Eutiner erwartet haben, in Verlegenheit gebracht. Sie haben, sind zweimal in Führung gegangen und haben zweimal durch ihr Umschaltspiel die Eutiner Abwehr schlecht aussehen lassen. Tut Ihnen der eine Punkt weh oder sagen Sie, das ist super, einen Punkt mitgenommen zu haben oder weil Sie immerhin zweimal geführt haben? Also unterm Strich sind wir natürlich zufrieden, wenn wir bei der Top-Mannschaft meines Erachtens, und das ist Eutin, einen Punkt mitnehmen können. Klar, wenn man kurz vor Schluss dann das Gegentor bekommt, dann ist es ein bisschen ärgerlich, aber wir wissen, wo wir herkommen und welche Qualitäten wir haben oder auch welche Qualitäten wir noch nicht haben. Insofern sind wir natürlich hochzufrieden, wenn wir bei so einer Top-Mannschaft mit einem Unentschieden hier rausgehen. Und ja, letzten Endes war es, glaube ich, ein Spiel, das unheimlich viel Spaß gemacht hat, das den Zuschauern noch eine Menge geboten hat. Es ging hier rauf und runter, war alles dabei, kampfbetont, aber meines Erachtens nicht unfair. Insofern war es ein schöner Nachmittag auch für uns. Ja, gegen den Heider SV ein sehr spannendes Spiel, ein Spiel mit einer langen Verletzungspause zu Beginn und ein Spiel, in dem Eutin 08 nach zweimaligem Rückstand einen Punkt zu Hause behalten hat. Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren, Maggie Bronner? Ja, ich sag mal Punkt gewonnen. Ne? Also wie gesagt, das Spiel fing ja unglücklich an. Ich sag jetzt mal, durch die Verletzungspause wünsche ich auf diesem Wege Viktor alles Gute. Ist er denn mit seinen Verletzungen ja immer... hat immer ein bisschen Schiffbruch erlitten, wünsche ihm, denke ich mal, und das steht auch im Vordergrund, ihm alles Gute, dass es hoffentlich nicht ganz so schwerwiegend ist. Und zum Spiel, wie gesagt, das tat uns, glaube ich, gar nicht gut, hatte man ja schon angedeutet, wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen gegen eine aggressive Mannschaft vom Heider SV, die natürlich dadurch auch noch gewisse Motivation hatte, hier alles zu geben und sich da was zu erkämpfen. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden und durch eine Unachtsamkeit oder abgefälschten kommt es zum Freistoß, der abgefälscht dann zum 0-1 dann bei uns liegt und dann hat jeder wieder an das letzte Jahr gedacht, da liegst du wieder hinten und das kommt ja den Heider SV richtig, spielt den Heider SV richtig in die Karten. Aber ich glaube, wir haben das gut gemacht, haben schnell reagiert, sind verdient zum 1:1 gekommen, haben dann bis zur 30. Minute, denke ich mal, überlegen gespielt und aber unseren Chancen nicht so viel gemacht. Ja, und dann wurde ab der 30. Minute der Druck ein bisschen weniger. Heide hat sich da reingeworfen und wie gesagt, dann belohnen die sich dann natürlich mit der zweiten Aktion nach vorne, mit dem 2:1, was uns dann natürlich wieder von den Köpfen her zurückgeworfen hat. In der Halbzeit nochmal appelliert, dass wir nicht früh hier alles öffnen und dann in einen Konter laufen, weil das können sie ja ganz gut. So ist es ja das letzte Spiel gelaufen. Und insofern haben wir sicherlich bei einer Situation einmal Glück gehabt, dass Lennart Weidner den Ball riesig hält und sonst wären wir 3:1 hinten gewesen. Und so war für uns immer noch ein Fünkchen Hoffnung auf einen Punkt und den haben wir uns dann nachher, muss man sagen, richtig erkämpft. Also ich denke, wir waren dominant, haben aber letztendlich das Tor des Heider SV nicht richtig in die Bedrohung bringen können. Ich glaube, der Torwart musste dann bei ein, zwei Bällen nur eingreifen. Wie gesagt, das ging uns heute ab. Wir haben den Schlüssel eigentlich nicht gefunden und so musste dann, denke ich mal, der beste Spielzug in der zweiten Halbzeit, wo wir uns da freigespielt haben und dann Stahl abstaubt, mit dem 2:2 belohnt. Und damit muss man dann auch mal zu Hause zufrieden sein. Wir haben nicht verloren. Wir haben hier, denke ich mal, läuferisch alles versucht. Aber das ist natürlich Heide SV, der hier alles gegeben hat, um diesen Punkt zu verteidigen. Und den haben sich dann letztendlich auch verdient. Und für uns geht es halt darum, das richtig einzuordnen und auch mal da mit dem Punkt zufrieden zu sein. Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren haben wir jetzt schon einen Punkt gegen Heide. Und das stimmt mich für die Zukunft optimistisch. Danke. Dankeschön.